Liebe Trader, es ist unsere tägliche Pflicht, den Markt auf neue Bullenaktien zu prüfen und vor allem jetzt, wo mit dem Italien-Referendum an diesem Wochenende ein weiteres Großereignis für den Markt ansteht, müssen wir besonders vorbereitet sein, denn sollte es im Anschluss zu einer Erleichterungsrallye am Markt kommen, könnten oder haben die Aktien vor allem das Potenzial, richtig durchzustarten, die bis jetzt einfach auch einen guten Eindruck hinterlassen haben, die ein hohes Eigenleben an den Tag legen, bullisch konsolidieren und sich in Schlagweite zum Jahreshoch sich befinden. Welches Tool bei mir hierfür jeden Tag zum Einsatz kommt und welche Aktien aktuell einen guten Eindruck auf mich machen, das zeige ich in diesem Video. Zunächst eine Folie. Und zwar, man konnte es vielleicht schon gerade im Trading Desk sehen, es handelt sich um die Momentum Breakout Matrix. Das ist wirklich mit die komfortabelste Möglichkeit, den Markt jeden Tag systematisch auf neue Bullenaktien zu prüfen. Welche Philosophie steckt dahinter? Aktien, die sich vervielfachen, markieren ständig neue Jahreshochs. Das heißt, diese Aktien sind also Stammgast in der Momentum Breakout Matrix. Das heißt wiederum, ein Trader, der die Matrix täglich verfolgt, sieht sofort, welche Aktien und Branchen gerade stark sind und welche Stories gespielt werden. Somit ist garantiert, dass mein Aktienvervielfacher schon in der frühen Phase der Anstiege ständig auf dem Schirm hat. Und oft läuft es so: Die Kursstärke einer Aktie, gerade auch innerhalb einer schwachen Marktphase, innerhalb einer Korrekturphase, diese ist sehr, sehr oft auch ein Vorbote für eine fundamentale Entwicklung, die mit Verzögerung dann beispielsweise in Form der nächsten Quartalszahlen nachgereicht werden. Und nach dem Motto, relative Stärke ist Selektionskriterium Nummer 1, wird man hier sehr, sehr oft einfach über eine technische Stärke einer Aktie auf eine fundamentale, interessante Story aufmerksam. Und wenn sich dann am Markt, ja, wieder eine Erholungsbewegung abzeichnet, sind das oft die neuen Bullen, die diese Bewegungen mit anführen. Und hier an dieser Stelle sehen wir, dass sich die Geschichte an der Börse immer und immer wiederholt, denn das sind Muster, die kann man wirklich ständig aufs Neue wiederum beobachten. Jetzt schauen wir uns mal die Matrix an. Zum grundsätzlichen Aufbau: Die Matrix zeigt mir alle Aktien an, bis zu einem Abstand von maximal 10% unter dem Jahreshoch, und ich bekomme diese dann quasi nach dem prozentualen Abstand angeordnet. Das Ganze wird in Echtzeit angepasst, das heißt, wenn eine Aktie sich, ja, wenn sie steigt und sich damit letztendlich auch der Abstand zum Jahreshoch verringert, dann rutscht die Aktie hier in Echtzeit nach oben. Ja, wir haben hier wirklich also eine Echtzeitüberwachung hier am Beispiel des deutschen Marktes. Ich habe aber noch mehr Informationen. Wenn wir uns diesen Kasten für Hochtief mal anschauen, ich bekomme angezeigt, wie stark hat sich die Aktie in den letzten 6 Monaten entwickelt, wie stark war die Performance im letzten Jahr. Ich habe hier die Kennzahl für die Trendstabilität, ja, ein Maß für trendstarke Momentum-Aktien mit einer geringen moderaten Schwankungsbreite. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel eine Hochtief. Ist heute auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen. Es handelt sich hierbei um einen Baukonzern und das aktuelle Kursplus beträgt 1,6%. Ja, und das ist immer auch eine wichtige Information, denn gerade durch die Trump-Rallye, wir haben hier einen direkten Profiteur dieser Ankündigung eines Multimilliarden-Infrastrukturprojektes. Das am US-Markt können wir auch gerade beobachten, wie solche Profiteure hausieren. Und am deutschen Markt ist eben Hochtief einer dieser Profiteure. Und wir sehen jetzt auch, wie sich die Aktie in den letzten Tagen jeweils weiter nach oben geschraubt hat. Eine sehr starke Vorstellung von Neueinstieg, jetzt nicht mehr wirklich interessant. Aber so habe ich eben genau solche Aktien wirklich ständig im Blick. Und jetzt können wir mal schauen, eine Reihe tiefer, welche Aktien unmittelbar vor neuen Hochs sind. Und hier ist ja einfach auch die Logik dahinter. Wenn ich sehe, der Gesamtmarkt, ja, befindet sich wieder in einer besseren Verfassung,
Breakouts werden besser angenommen, wir sehen mehr oder in der Breite Ausbrüche auf Neujahreshochs, dann macht es natürlich auch Sinn, wirklich diese Aktien hier gezielt anzuschauen, sich auf Breakouts vorbereiten und genauso wie jetzt, wo wir wissen mit dem Referendum am Montag, hopp oder top, und wenn wir eine Erleichterungsrallye sehen, dann möchte ich natürlich auch sofort mit entsprechenden Bullenaktien auf diese Entwicklung reagieren können. Hier haben wir zum Beispiel noch eine MTU, die macht auch weiterhin einen sehr, sehr guten Eindruck. Fundamentaler Trigger ist ja hier weiterhin der schwache Euro gegenüber dem US-Dollar. Ich kann es nur immer wieder andeuten, hier diese breite Basis, die die Aktie ausgebaut hat. Aktuell auch wirklich jetzt in den letzten Tagen wieder eine schöne Form eines Eigenlebens und hier diese breite Basis, die hat das Potenzial, hier wirklich weiteres, ja, Aufwärtsmomentum in dem Titel freizusetzen. Das sieht weiterhin sehr, sehr gut aus. Was haben wir zum Beispiel noch? Eine Deutsche Post, ja, jetzt mit dem vierten Quartal. Black Friday und Cyber Monday haben ja gezeigt, E-Commerce boomt. Es wurden neue Rekordmarken erzielt, was die Bestellungen über das Internet angeht. Und auch eine Deutsche Post macht hier wirklich einen schönen Eindruck, konsolidiert auf hohem Niveau mit der Winnie Trend Template. Wir sehen, die Aufwärtstrendstruktur ist intakt. Ja, und hier warten wir eigentlich nur noch auf den Trigger, auf einen relativen Stärkeimpuls, aber das dann wirklich auch bevorzugt in einem stabilen, starken Marktumfeld. Und so können wir alles bis 5% im aktuellen Marktumfeld wirklich prüfen. Wir hätten zum Beispiel hier auch noch eine Longsys-Aktie. Zuletzt hat man ja die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und auch hier muss man sagen, bis jetzt weiterhin ein schöner Konsolidierungsverlauf. Wir könnten hier mit einer Art Trend-Continuation-Line argumentieren und hier könnte ich mir jetzt auch noch einen Alarm in das System packen. Das heißt, wenn diese Linie nach oben getriggert wird, ja, hier Alarm erstellen, Rechtsklick. Dann möchte ich darüber im Bild sein, möchte ich im Desk darüber informiert werden und das könnte dann auch ebenfalls der Trigger, ein neues Kaufsignal sein für die Trendfortsetzung. Wie gesagt, macht weiterhin auch einen guten Eindruck die Aktie und wir haben ja auch zuletzt von der fundamentalen Seite Rückenwind bekommen. Abschließend können wir uns noch eine Arealbank zum Beispiel heute anschauen. Hier ist zum Beispiel auffällig, dass der Bankensektor trotz dieses bevorstehenden Referendums eine leichte Stärketendenz vorzeigt. Arealbank, ja, performt deutlich besser als eine Deutsche Bank bzw. Commerzbank. Hier steht das Jahreshoch in unmittelbarer Reichweite. Was kann man zu einer Arealbank noch sagen? Der Immobilienfinanzierer hat zuletzt den Gewinnausblick angehoben und die Dividendenrendite liegt bei attraktiven knapp 6%. Ja, das heißt, wenn sich auch hier im Versicherung und Bankensektor eine weitere Stärke abzeichnen sollte, könnte man hier sehr, sehr gut mit der Arealbank darauf reagieren, weil das eben einer der Bullen in diesem Sektor ist. Und auf diese Art und Weise prüft man wirklich jeden Tag täglich die Märkte auf neue Bullenaktien. Wir hatten in den letzten Wochen sehr, sehr schöne Entwicklungen, beispielsweise mit einer Bedded Home, einer RIP Software oder einer Deutz. Diese Aktien sind teilweise immer noch in der Matrix vorhanden. Das heißt, diese Bewegungen sind von einer gewissen Nachhaltigkeit geprägt. Und wie gesagt, sehr, sehr oft ist das einfach auch ein Vorbote für eine fundamentale positive Veränderungsdynamik, die sich hier gerade abzeichnet. Und gerade in den schwachen Phasen sollte man wirklich hier umso mehr Zeit investieren, um sich mit diesen einzelnen Aktien zu beschäftigen, um bei den entsprechenden Signalen dann auch reagieren zu können.